Lieber Zuschauer, das nächste Video ist ein Stream-Mitschnitt. Möchtest du auch im Chat teilhaben? Dann besuch mich doch in einem meiner Streams. Alle Links, die du brauchst, findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Und insgesamt 500 auf der Insel. Das wird eine Baustelle, Freunde. Das wird echt eine Baustelle. So, wir haben hier 5. Brauchen aber 10. Ist doof, ne? Aber wir können den Einkauf durchaus erhöhen. Da hat Dunsen. Ja, ich habe ja den. Stadt wächst und gedeiht. Den Einkauf auf 50 sogar. So, komm, gib mir mal ordentlich Werkzeuge her jetzt. Ja, 7. 7. Ist halt jetzt wieder ein Waiting Game, ne? Es ist ein Waiting Game. Aber es ist halt so. Ich meine ja nur, dass du nicht zu viel kaufst und somit zu viel Geld ausgibst, weil du dann nachher selbst produzierst. Ja, hast du nicht ganz unrecht, aber die bringen ja immer nur 2, also so schlimm ist es nun nicht. So schlimm steht's nicht um mich. Und der Arme darf nicht zur Kneipe hier. Dem ist es zu weit weg. Der Arme. So, da kommt der nächste fahrende Händler. Komm, gib mir noch eins. Ja, 14. 14, das ist super. Damit können wir auf jeden Fall schon mal Erz abbauen. Zack. Und die Erzschmelze. Wo ist sie? Da. Hä? Hallo? Ach, das ist eine Wassermühle. Voll verklickt. Erzschmelze. So, er holt sich jetzt. Und jetzt holt er sich auch. Genau. Und er tüdelt. Er tüdelt. Überprüft eure Handelsrouten. Was ist mit meinen Handelsrouten? Sehen doch gut aus. Das schippert doch alles rum. Ist doch super. So, wir produzieren. Und jetzt können wir auch die... Können wir die bauen schon? Werkzeugschmiede. Kostet 3. Perfekt. Hin damit. Und den Einkauf stoppen. So, wir sind auf 0. Auf 0 Werkzeuge. Mal gucken, wie viele Werkzeuge wir hier in kürzester Zeit jetzt rausballern können. Also der hat auf jeden Fall eine Auslastung. Die dürfte jetzt auch gleich noch hochgehen. Weil die Wege sind jetzt nicht zu weit. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Euer Volk braucht einen Arzt. Nein, die brauchen... Obwohl. Ich habe da Dinge in Erinnerung. So, der hat eine super Auslastung, die Werkzeugschmiede. Das ist einwandfrei. Ja, wir produzieren. Wir produzieren. Das ist tippitoppi. Tippitoppi. Wollen wir ihnen die Schule geben? Und wenn ja, wohin? Ja, wir müssen, glaube ich, echt ein Haus opfern. Sonst kommen wir nicht weit. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen ein Haus opfern. Es ist halt so... Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, supi. So, komm, jetzt hier deine Schule. Da hast du sie. Erreichen auch alle damit. So, jetzt können wir gucken, dass wir hier was erreichen. So, wie sieht's denn hier aus? Wie viele Bürger haben wir denn? 90. Das geht auf jeden Fall schon mal klar. Also, da mache ich mir wenig Sorgen. Ihr könnt aber mal ordentlich Steuern zahlen. Ich mache mir wenig Sorgen, dass wir das erreichen können. Die Frage ist halt nur, wie wir es effizienter gestalten. Punkt. So, wie sieht's denn aus? Also die Versorgung hier ist einwandfrei. Also auf beiden Inseln. Das klappt auf jeden Fall gut mit dem Hin- und Herschippern. Der Blaue hat aber echt hohe Ziele, während Gelb so vor sich hin... existiert. Ja, ist echt so gelb, voll süß so. Aber guck mal, der führt Krieg. Der Gelbe, oder? Nee. Sah gerade nur kurz so aus. Ja, der Blaue hier, Gewürzplantage. Der ist aber auch, der ist noch nicht auf... Der ist noch nicht auf Bürger. Also ich bin weiter als der Blaue. Apropos...
Haben wir die 100 Bürger? Nee, noch nicht ganz. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Wie sieht's hier aus? 21 Bürger. Ja, wir kommen doch. Wir kommen doch voran. Hast du noch Platz, Bruder? Nee. Er hat leider keinen Platz. Überprüft eure Handelsrouten. Obwohl, warte mal. Stopp. Komm mal her. Lass mal den Alkohol hier. Ich habe nur ein Werkzeug. Das ist ja auch doof jetzt. Das ist ja jetzt echt doof. Die Gewürze. Gewürze ist halt krass. So, fahr mal los, mach mal. Da mussten wir jetzt einmal kurz einschreiten, weil der hätte sonst alles an Tabakwaren mitgenommen. Vielleicht sollten wir nochmal so eine zweite Tabakplantage bauen. Weil die verbrauchen schon krass, ne? Aber es sind ja jetzt auch viele Leute. Es werden ja jetzt auch immer mehr Leute. Das ist ja auch in Ordnung. So, Werkzeuge sind da. Werkzeuge sind gleich wieder weg. Diese Kettenraucher. Naja, es sind halt einfach viele Leute. Kannst du halt nichts machen. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Es ist aber echt so. Aber 117 Bürger. Das läuft. Das läuft. Und ich denke, ich werde hier auf der, gerade auf der Insel, kann man das hier nochmal rüber duplizieren. Das ist dann schon, das geht dann schon klar. Was wir machen könnten, ist hier unten halt auch noch Werkzeuge produzieren. Ich meine, wir haben das die Erzmine da. Wollen wir das mal angehen? Lass das mal angehen. Hört mal auf, euch auszubauen. Wir produzieren jetzt hier auch offiziell gleich Werkzeuge. Hier oben euer Volk Ecke, wünscht eine Kirche. Was, eine Kirche? Ach so. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Über 300 Einwohner? Welche denn? Die hier ist es nicht. Die hier. 300 ist gut. 300 ist gut. Und ihr könnt hier auch mehr Steuern zahlen. 300 ist gut. 500 müssen es sein. Das ist aber, glaube ich, das sind zu wenig Häuser dafür. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wir brauchen hier noch ein paar Werkzeuge. Ich überlege, ob wir halt den Kontor mal vergrößern. Direkt auf Kontor 3. Das ist schon ein Murzapparat. Aber nee, lass mal nicht machen. So, wie sieht denn das hier aus? Du hast doch... Guck mal. Die hier unten, die haben mehr als genug. Mehr als genug von allem. Okay? Das heißt, du packst deine Gewürze hier mal aus. Auch deinen Tabak lässt du mal hier. Essen lässt du mal hier. Und Alkohol lässt du auch mal hier. So, dann verbieten wir den Leuten hier mal kurz sich auszubauen. Dann warten wir mal kurz ab. Ist ja auch schön, wenn die sich hier mal verschnaufen können, ihren eigenen Tabak, ihre eigene Tabakproduktion mal ein bisschen aufwerten können. Wie viel Tabak habt ihr hier unten noch? Mehr als genug. Mehr als genug. Ich denke aber trotzdem, dass hier noch ein zweites Feld gut tun würde. Das gehen wir dann als nächstes an. Das gehen wir dann als nächstes an. So, da sind 9. Das heißt, so 3, 4 Werkzeuge nehmen wir mit. 3 sind da. Und ja, komm, hol ab. Do it. 4. Lass diese 4 Werkzeuge, die nehmen wir mal mit. Gewürze füllen wir hier nochmal auf. Dann fahren wir nochmal hier runter. Der hat jetzt 10. Können wir ein bisschen mehr einkaufen, nur falls noch einer vorbeikommt. So, dann kommen wir der Sache näher. Wir kommen der Sache unaufhaltsam näher. Wir sind jetzt hier 150 Bürger und hier oben sind es 120 Bürger. Jeweils die Hälfte. Ungefähr. Es ist auf jeden Fall ein guter Stand. Wir brauchen hier aber mehr Tabak. Definitiv brauchen wir mehr Tabak. Und den können wir hier vielleicht noch anbauen. Vielleicht nicht in genau der perfekten Auslastung.
aber doch ausreichend. So. Beziehungsweise. Ne, ich habe keine Steine. Ja, es ist schon okay. Es ist schon okay. So, dann ist das wenigstens ein bisschen. Was? Das Volk wird vom schwarzen Tod dahingerafft. Oh nö! Oh nö! Wo? Hier oder auf der anderen Insel? Auf der anderen Insel. Ja, hier ist der schwarze Tod am Start. Das heißt, wir müssen leider, leider, leider ein bisschen Geld investieren für einen Arzt. Aber kann man ja machen. So, wir wollen eh... So, du kannst jetzt wieder dein normales Business nachgehen. Und wir fangen an hier oben. Eine Erzmine. Oh, Goldminen gibt es jetzt auch schon. Du und... Erzschmelze und Werkzeugschmiede. Achso, da braucht man noch ein weiteres Werkzeug für. Ein weiteres Werkzeug fehlt. Da ist es? So, dann brauchen wir auch hier nicht mehr einkaufen. Und ihr habt jetzt die Erlaubnis, euch weiter auszubauen. Und ihr selbstverständlich auch. So, 126 Bürger. Und hier 150 Bürger. Okay. Auch keinen Arzt. Bis eben habe ich auch keinen gebraucht. Und ich überlege, ob ich ihn jetzt auch wieder abreiße. Was soll das? Was soll der Quatsch? 150, ja, das gibt auf jeden Fall... Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Ja, einwandfrei. Davon habe ich jetzt schon zwei Stück. So, und ich produziere auch schön Werkzeuge, die können schön sich überall ausbauen. Das ist tippitoppi. So, wie ist denn die Versorgung mit hier Gewürze, Tabak, Alkohol ist hier super. Stoffe auch, Nahrung auch. Die hier unten ist safe. Die hier oben struggelt mit dem Tabak. Das pendelt sich hoffentlich noch ein. Sonst müssen wir die Tabakwaren noch ein bisschen erweitern. Aber der Rest sieht hier auch okay aus. Eventuell können wir anfangen, hier oben die Bäckerkette aufzuziehen. Aber das lasse ich jetzt für den Moment erst nochmal. Was ich tun möchte, ist, ich möchte vielleicht noch Häuser bauen. Aber eigentlich halt auch nicht. Weil solange hier noch Siedler sind, die keine Bürger sind, echt wurscht. Aber der nimmt jetzt wieder Tabak mit und wir haben wieder keinen Tabak übrig, ne? Es ist schon... Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Oh, ein Denkmal? Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Vollidiot weiß... Oh, ein Denkmal, guck mal. Wo stellt man das hin? Das Volk benötigt ein Badehaus. Hier mitten rein, ne? Da. Oh. Oh, ein Denkmal. Wollt ihr auch eins? Wollt ihr auch ein Denkmal? Ach, darf ich nicht bauen. Weil ich krieg nur eins. Oh Mann, nur. Aber die sind so happy mit mir, dass sie mir einfach ein Denkmal bauen. Was sind das? Das sind ganz schön nette Dudes, ey. Kannst du nix sagen. So, 230 Bürger, fast 400 Einwohner. Es fehlen noch... Hier fehlen noch 100 Einwohner. Und die Bürger haben wir dann eh locker im Sack. Das ist halt die Frage, ob aus den 87 Siedlern... Ja, aus den 87 Siedlern werden 100 Bürger, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Insel ist, glaube ich, safe. Die ist fertig. Hier müssen wir nichts mehr tun. Außer vielleicht nach Nahrung gucken. Nee, die... Ja, Nahrung ist hier ein Problem. Nahrung ist hier nach wie vor ein Problem.
vielleicht sollten wir Nahrung mal auf die Einkaufsliste setzen. Weil die Bilanz ist natürlich mittlerweile ein Träumchen. Und Kohle ist auch da. Und die Leute am Leben halten. Ja, genau. Das wird das Hauptproblem sein. So, was wir jetzt... Jetzt haben wir folgendes Problem. So. Der wollte schon wieder Nahrung klauen. Das lassen wir mal. So, wir müssen gucken, dass wir Nahrung zusammenkriegen. Aber wir haben die Bürger zusammen. Es sind noch knapp 80 Einwohner, die fehlen. Wie sieht das hier aus? Hier haben wir auch die Bürger fast zusammen. Und wie viele Siedler sind das noch? Ja, hier wird es schon enger. Hier wird es definitiv schon enger. Hier fehlen noch ein paar Häuser. Aber klar, ich habe ja auch hier nicht weiter das verfolgt, ne? Und hier habe ich auch definitiv genug Holz, dass wir auf jeden Fall hingehen können. Und nochmal. Nochmal ein paar Häuser wenigstens bauen können. Das ist ja nun nicht das Problem. Ich kaufe da nicht ständig wieder was ein. Bis bei 10.000 Euro? Sind das Euro? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das Euro sind. So, dann knallen wir hier irgendwo mitten rein auch noch eine Kapelle. Wenn wir denn die Materialien mal zusammen... Sind das Piraten? Oida! Oida, Piraten! Es fehlt an Nahrung. Setz die Vorsegel! Was ist denn das? Was ist denn hier los? Digga, Piraten! Was ist das denn? Das sieht gar nicht gut aus. Aber dafür sieht das hier gut aus. Sehr sogar. Ach, man kann hier eine weiße Fahne hissen. Ist einfach von Piraten angegriffen, Alter. Mossi RIP. Nein, nix RIP. Nix RIP. Das sieht tipptopp aus hier. Oh, oh. Aber habe ich hier... Hier habe ich doch einen Arzt gebaut. Wenn der Arzt hier seinem Job nachgeht. So, 246 Bürger. 361 Einwohner. Das sieht hier schon mal okay aus. Hier sieht es auf jeden Fall stark aus. Weil hier sind noch 75 Siedler und die müssen weniger als 75 Bürger geben. Das ist tipptopp. Also sobald die hier ihre Einwohner erreicht haben, dann verbiete ich ihnen noch den Ausbau. Weil hier Tabak wird nicht mehr erfüllt. Es fehlt an Tabakwaren. Ja, fehlt an Tabakwaren. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Ja, die Feuerwehr ist ja hier in der Nähe. Die kriegen das schon hin. Guck. Einwandfrei. Lass den Tabak mal hier. Und das Essen ist okay. Also, die haben ganz schön viel Essen hier auf der Insel. Na gut, die haben auch eine Rinderfarm. Da kannst du vielleicht sogar mal ein bisschen mehr Nahrung mitnehmen. Wo ist die Nahrung? Kannst ruhig mal ein bisschen was mitnehmen. So, und dann gehst du wieder auf freie Fahrt. Kommt davon, wenn man denen das Rauchen erlaubt. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist so ein schwieriges Hin und Her. Und guck mal, die Bürger fangen jetzt an und wollen Kakao. Aber halt auch nur hier. Hier oben nicht, ne? Doch, jetzt wollen sie überall Kakao. Aber ich kann jetzt wahrscheinlich auch... Genau, jetzt gibt es auch noch das Baumwollfeld und das Kakaofeld. Ja, ja, so wird das immer ein bisschen größer, das Spiel. So, aber hier unten, hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren.
Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Vor allem muss hier passieren... Ja, Holz. Holz ist hier ein Problem. Aber sobald die hier fertig sind, können wir ja auch noch Holz hin und her schippern. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, schön. Kommt die Feuerwehr dran? Ja, einwandfrei. Ist doch kein Ding nicht. Hallo? Feuerwehr? Hallo? Feuerwehr? Rudi? Will die Feuerwehr nicht? Hallo? Die Feuerwehr kommt... Doch, die kommt dahin. Normalerweise hier. LOL! Die kommt... Doch, tut sie. Sie müsste nur hier lang fahren. Hier lang. Hier lang. Nee, die kommt nicht dran. Du hast recht. Okay. Okay, dann regeln wir das so. Na, jetzt müsste sie drankommen. Fährt sie auch los? Nee. Lass einfach noch eine bauen, okay? Dafür fehlt uns Holz. Hört mal auf, euch auszubauen. Ich brauche Holz. Meine Feuerwache ist nutzlos. Halt, stopp. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da, yes! Sie tut es. Und das sieht sogar noch ein bisschen schöner aus. Einwandfrei. So, baut euch weiter aus. Tut es für die Wissenschaft. Aber bei denen hier, bei der Insel hier, mache ich mir halt auch echt keine Sorgen. Die hat ja ihr Ziel schon gleich erreicht. Die hat ja ihr Ziel jeden Moment erreicht. Die hier unten macht mir mehr Sorgen. Ich habe hier, glaube ich, zu früh aufgehört, Holz zu hacken. Ich denke, ich habe hier viel zu früh aufgehört, Holz zu hacken. Wollen wir das mal korrigieren? Lasst uns das mal korrigieren. Indem wir vielleicht einfach noch hier ein bisschen Holz hacken und da noch ein bisschen Holz hacken. Stahlproduktion kostet halt auch Holz. Stimmt! Du hast recht. Ihr habt natürlich vollkommen absolut recht. Aber Kohlen ist ja jetzt auch kein Problem mehr. Die Kohlen sind jetzt da. Wir müssen sie nur anfangen zu nutzen. Aber auch hier, wie viele Siedler sind denn das noch? Ja, wir kommen der Sache näher. Also Bürger haben wir genug auf beiden Inseln. Bürger sind kein Problem. Hier haben wir jetzt auch fast den Rest. Vielleicht verbiete ich euch jetzt mal, euch auszubauen. Es fehlt an Tabakwaren. Lass uns die mal zukaufen. Einfach aus Prinzip. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. So, einwandfrei. Auf dem Stand wollen wir diese Stadt hier nicht weiterentwickeln.
So. Das mit dem Tabak müssen wir halt gucken, wie wir es in den Griff kriegen, weil die hier unten, die schwimmen halt im Tabak im Vergleich. So, die brauchen jetzt noch 70 weitere Einwohner. So, vielleicht. Tja. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hänge. Ich hänge gedanklich ein bisschen durch. Es fehlt an Tabakwaren. So, aber wir haben ja, wir machen so ein Plus, ne? Wir machen so ein unfassbares Plus. Wir bauen einfach noch ein bisschen mehr Tabak an. Was haltet ihr denn davon? Zum Beispiel genau hier. Und die Tabakwaren dazu. Es fehlt an Tabakwaren. Bauen wir. Ja, blöd. Blöd hier laufen. Das ist ein bisschen arg weit. Können wir hier in die Ecke zimmern. So, wir brauchen ein Holz. Ja, auch hier haben wir zu früh die Holzproduktion. Es brennt. Wo? Auf der anderen Insel. Das sind schon wieder die dämlichen Piraten. Weiße Fahne hissen. Wenn weiße Fahne hisst, greifen sie dich nicht an. Glaube ich. In die Wanten! So, wo brennt's denn? Ja, nirgendwo. Feuerwehr hat schon geregelt, oder was? Ist doch kein Ding nicht. Ist doch kein Problem nicht. So, immer noch Tabakwaren. Tabakwaren dahin. So. Wie wär's denn mal mit Kontor 2 wenigstens? Wollen wir den vielleicht mal da drüber setzen? Wäre das nicht mal eine Idee? Es fehlt an Tabakwaren. Nee, die rauben auch nichts aus. Die machen gar nichts. Die machen gar nichts. Ja, das mit dem Tabak ist halt ein bisschen unglücklich. Es fehlt an Tabakwaren. Es fehlt an Tabakwaren. So. Haben wir hier einen Arzt? Verzeihung, hat dieses Dorf einen Arzt? Noch nicht. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ja, danke dafür. Komm, hol das Holz. Zack, Arzt. Wenn wir machen es fehlt an Tabak über 1000 plus. Wir haben jetzt hier, ja okay, die Bevölkerung ist ein bisschen runtergegangen, 490 nur noch. Aber die hier haben dafür 470. Das heißt, hier geht's auch steil vorwärts. Hier geht's echt steil vorwärts. Hier können wir vielleicht gucken, dass wir das reicht erstmal. Eine Kapelle brauchen die. Die bekommen sie auch. Ich aber erst ab hier. Eine neue Stadt ist entstanden. Alter, der Blaue ist echt, der ist motiviert. Der ist echt motiviert. Warte mal, Lager voll. Achso, du wirst nicht abgeholt. Hahaha. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Das ist ja super lustig. Gelbe immer noch genauso weit. Ja, der Gelbe macht irgendwie gar nichts. Aber ja, ich stagniere auch hart. Ich würde auch normalerweise, würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen anders spielen.
Ich hätte, denke ich, noch ein paar mehr Inseln parallel angefangen, irgendwas zu tun. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. Keine Werkzeuge mehr. Zum Glück nicht auf der problematischen Insel. Finde ich gut. So, jetzt kannst du den da abholen. Und wir können hier... Überprüft eure Handelsrouten. Nein, will ich nicht. Lass mich. So, der ist wieder. Die sind wieder tipptopp hier, die haben sich wieder super erholt. Ja, und hier gibt es kein Erz mehr. Das ist okay. Dann müssen wir nur die auch stilllegen. Beziehungsweise, die bringen uns ja eigentlich nichts mehr. Das Abreißen. Gibt mehr Kohlen. Gib mehr Kohlen. So, hier... Ach, guck mal, nur noch zwei. Nur noch zwei Einwohner. Ja, die kriegen wir doch zusammen, oder? Es mangelt an Alkohol. Die kriegen wir doch zusammen. Das kriegen wir auch zusammen, indem wir noch einfach ein Haus bauen. Oder wir haben es jetzt hier im Moment. Ich muss trotzdem mal den gelben angucken. Ja, der macht nicht wirklich viel. Komm, noch zwei. Noch zwei. Brudi, ihr müsst überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Niemand von euch. Niemand von euch muss mehr Steuern zahlen. Mehret euch. Los. Los, vermehrt euch. Oh, warte mal. Ah, scheiße. Hört auf, euch auszubauen. Ich regel das jetzt wie ein Profi. Ich baue einfach noch ein Haus hier hin. Und damit habe ich's. Eigentlich müsste ich es damit haben. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Ja? Ja, das war doch die Mission. 420 Bürger. Und hier? Ach, guck mal, hier. Hier ist die Bevölkerungszahl ist hier zurückgegangen. Das regeln wir genauso. Und geschafft. Ihr wart erfolgreich. Der Papa war erfolgreich. Ha, Freunde, das war's doch. Das war doch was. Ich fand das ganz okay von mir. Fast 6000 Punkte. Was sagt der Gelbe? 348. Der Blaue? Er hat nicht mal annähernd die Hälfte. Sehr solide. Ja, war doch okay, oder? Dieses Video war ein Stream-Mitschnitt. Möchtest du auch teilhaben? Besuch mich im Stream. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch an meine Subscriber. Namentlich Funcrowd, der Furby, RetroPixel Live, Dansebar, Nekochi, Kokal und Hamsolol. Ich würde mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben bewertest und mir vielleicht einen Kommentar da lässt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war dein Mossi. Auf Wiederkuscheln und ciao.